habe Rachel von euren Wetten erzählt. Was? Hast du einander Fackel, Alter? Das kannst du doch nicht machen. Wo ist das Problem? Mann, der Don hat Glücksspiele verboten. Vor allem die, bei denen um Gold gespielt wird. Ach was. Jetzt stell dich nicht so dämlich an. Geh zurück und bieg das wieder gerade. Was stehst du hier rum? Geh zu Rachel und klär die Sache, Mann. Ja, ist doch gut. Es tut mir leid. Was bratet denn überhaupt hier? Na, guten Hunger. Mann. Klär's doch selber. Hau ich höre das Glücksspiel. So, Rachel. Moment mal. Du warst doch bei Craig, oder? Was hat er gesagt? Er wird's nicht wieder tun. Er wird's nicht wieder tun. Gut. Das will ich ihm auch geraten haben. Hast du gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Haha. So, und wir haben das wieder gut gemacht. Und? Was ist jetzt mit Rachel? Ich konnte sie wieder beruhigen. Wir können weiterspielen. Puh, nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Mann, du bist aber auch selten dämlich. Nö, dafür hab ich Geld bekommen. Das nächste Mal fragst du lieber vorher, bevor du so einen Scheiß baust, klar? Ich will spielen. Ich will spielen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Besorgt dir erst mehr Gold. Ach so, ja, stimmt ja. Bin gleich wieder da. Jetzt müssen wir erst wieder da hochlaufen. Na gut, wir können ja springen. Nee, da diesmal nicht lang. Und dann probieren wir mal, dass wir gegen diesen Domingo gewinnen. Und vielleicht kriegen wir dann auch schon mehr Ansehen, dass wir dann in gegen diesen Proger kämpfen könnten. Aber ich glaube, den werden wir nicht schaffen. Das wird noch ein großes Problem sein für uns. Naja, aber zu guter Erst tun wir erstmal den unserem Braumeister hier seine Kräuter geben. Damit er feines Bier brauen kann. Ach, das ist nur ein Pfeil. Nehmen wir natürlich mit. So. Herr Robert. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. So, okay, gut. Dann haben wir jetzt erstmal das Kraut abgegeben, haben 70 Gold, müssten somit 100 haben. Sogar mehr als 100. Und können dann somit jetzt mal gegen die eine Person antreten. Trade? Ne, Trade war nicht, gegen den man antreten muss. Das war, glaube ich, so ein... Ja, wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Wir werden es schon schaffen. Aber jeder als gute Ast tun wir auf jeden Fall erstmal Heilkraut zu uns nehmen. So. Rachel ist beruhigt. Dann können wir jetzt mal mit denen diese Wette anfangen. Und zwar, ich will spielen. Ich will spielen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. Dankeschön. So, wo ist Domingo? Schurke. Handlanger. Quake. Phil. Huhn. Wo ist denn dein Domingo? Ist das der Schmied? Oh, bitte nicht. Oscar. Jäger. Das ist Beppo, gell? Beppo. Kämpfer. Ich glaube, der wird da hinten stehen.
Eigentlich könnten wir auch gleich gegen Dings ankämpfen, gegen ihn. Sam? Domingo. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Keine Lust? Geh weg, du langweilst mich. Deine Mutter ist eine Ziege. Mit Haaren auf den Zähnen. Was? Du willst hier der beste Kämpfer sein? Für mich bist du nur eine Wurst. Von mir aus. Wer bist du denn schon? Ich geb dir 10 Gold. Das Gold kannst du mir geben. In die Arena gehe ich mit dir deswegen trotzdem nicht. Meine Kehle ist trocken wie ein Reibeisen. Ohne was Anständiges zu trinken, bewege ich mich keinen Meter. Gerade nicht. Nein, jetzt nicht. Was ist? Was Anständiges zu trinken, ne? Da wird er natürlich bestimmt Bier meinen. Nun gut, da müssen wir nochmal hoch und müssen für den Bier kaufen. Und ach man, das ist ja eine Rennerei. Überall sind diese Monster. Wir sind keine Monster. Weniger von den Krautrauchen. Nun denn, da müssen wir jetzt. Haben wir vielleicht hier noch irgendwo ein Kraut vergessen? Nee. Ach, müssen wir hier da hochlaufen. Können wir nicht mal eine kleine Abkürzung nehmen, ne, klar. War das überhaupt eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. So auf jeden Fall nicht. So, verkauf uns mal eine Flasche Bier. Nein. Das ist zu riskant. Der Typ ist ja gestorben. Können wir mal schnell in sein Haus rennen und dem was klauen? Komm, wir probieren es einfach mal. Oh, sind wir gut. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Haben wir noch mehr hier zu klauen? Aber wenn das die Leute nicht peilen, könnten wir also auch bei dem was klauen. Also wenn die nicht mitbekommen, dass wir bei denen in die Wohnung reingehen. Naja, aber ich brauchte nur das Bier. Und dann hoffe ich mal, das haben wir jetzt kostenlos bekommen, dass wir mit denen jetzt auch in den Ring steigen können. Schafft er das? Oh, da hat er Fallschaden bekommen. Toll. Komm doch, Ena. So, dann mach ich auch gleich mal nachher eine kleine Aufnahmepause. Ich muss heute auch noch Kaio aufnehmen und Divinity 2 noch ein bisschen, ja. Und das dritte Projekt, der vierte Projekt, das war ja Fable gewesen, das habe ich ja schon vorausgesagt, das wird noch ein wenig warten, also ich muss erstmal auch alles miteinander herkommen. Und Internet ist ja immer noch nicht hier. wo musste ich jetzt hin? Ach, zum, genau. Und dass ich dann wenigstens erstmal ein paar Dinge hochladen kann, ein paar Videos. Steig mit mir in die Arena. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir das Schild brauchen. Und dass das aber auch nicht einfach werden wird. Zeit für eine kleine Lektion. Komm, den schaffen wir doch. Oh, 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 oh. Wir hauen mal ein bisschen vor denen ab. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Will doch nicht verstecken. So. Jetzt aber.
Komm schon. Okay. Okay, so könnte es klappen. Ein paar Münzen gehören mir. Ey, nö, wir laden einfach nochmal. War das richtig so? Naja, ich mach mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns später wieder. Oder? Moment. Ich glaube, ich habe jetzt einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich glaube es. Oder? Nö. Okay, gut, dann machen wir jetzt, probieren wir es einfach nochmal. Und zwar tun wir aber vorher mal nochmal probieren, dass wir das mit dem Schwert machen. Weil das Schwert ist ja wirklich an sich ein bisschen schneller. Oder mit der Armbrust. Wir probieren es erstmal damit. Zeit für eine kleine Lektion. Jawohl, mit dem Schwert geht das doch viel besser. Komm schon. Komm schon. Jetzt tun wir mal schnell noch Kraut essen. Sofern wir das hinkriegen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Komm schon. Jawohl. So. Schnell die Waffe wegstecken. Den sein Holzschild nehmen. Das rostige Schwert. Und alles klauen. So. Der Arena-Kampf war gar nicht schlecht. Dankeschön. Aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Oh. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Axt. Stärke. Ja. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Gut. Ich will stärker werden. Weiter so.